Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Oft beginnt es mit einem kleinen unscheinbaren Fleck. Im schlimmsten Fall ist die komplette Wand betroffen. Die Rede ist vom Schimmel. Laut unserem heutigen Experten gibt es fast kein Haus mehr, das schimmelfrei ist. Die Ursachen sind vielfältig. Wie Sie sich gegen Schimmel schützen können, das ist der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung bei Bauen und Wohnen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Beginnen wollen wir doch mit einem Thema, das so richtig Lust auf Sommer und Sonne macht. Viele Menschen bauen inzwischen zu Hause ihre Terrasse selbst. Und sind wir mal ehrlich, mit dem richtigen Zubehör und ein bisschen handwerklichem Geschick ist das auch gar nicht so schwierig. Schon seit einigen Jahren erfreuen sich Holzterrassen großer Beliebtheit. Die Anschaffungskosten sind dabei allerdings nicht gerade gering. Wer ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt, kann die Terrasse auch selber machen. Damit bei Marke Eigenbau nichts schief geht, sollten einige Tipps beachtet werden. Also machbar ist es schon. Wie gesagt, es gibt ein breites Zubehörspektrum bei der Terrasse, beim Terrassenbau. Wichtig ist, dass man sich die entsprechenden Informationen anschafft und dementsprechend dann schaut, was zu beachten gibt beim Terrassenbau. Weil umso mehr auf die Details geachtet wird, umso langlebiger wird auch die Terrasse dann im Endeffekt. Beim Terrassenbau steht und fällt alles mit der Unterkonstruktion. Das verbaute Holz sollte möglichst nicht mit dem Erdboden in Berührung kommen. Dabei hilft ein Sand- oder Kiesbett und eine entsprechende Plane aus Vlies. Es sollte gut belüftet sein, damit es schnell trocknet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Entweder solche Setzlager hier in verschiedenen Höhen gibt es die dann, dass man verschiedene Unebenheiten ausgleichen kann. Mit Granulatpads ist eine Möglichkeit, die gibt es dann auch in verschiedenen Höhen. Oder dann gibt es noch so Keile. Mit den Keilen kann man auch, die gibt es dann auch, wie gesagt, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Höhen. Dann kann man die Unebenheiten von der Unterkonstruktion ausbessern, dass man eben eine ebene Unterkonstruktion hat. Für die Unterkonstruktion kann entweder Aluminium oder Aluminium mit Holz verwendet werden. Der Vorteil bei der zweiten Variante, die Schrauben scheren nicht so schnell ab. Um die Terrassendielen zu belüften und Staunässe zu vermeiden, bietet der Fachhandel einfache Verbindungssysteme. Damit erzielen auch Einsteiger professionelle Ergebnisse. Dazu gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder ein EPDM-Band, wie wir es hier haben. Das wird auf die Unterkonstruktion draufgeklebt. Oder dann eben, wie gesagt, bei den speziellen Terrassenunterkonstruktionen ist es so, dass in der Mitte eine Vertiefung ist, wo die Terrasse dann automatisch belüftet wird. Eine sogenannte Montagezwinge ermöglicht ein exaktes Ausrichten der Holzdielen. Mit Abstandshaltern, die zwischen 6 und 8 mm breite Dehnungsfugen schaffen, gelingt ein gleichmäßiges Verlegen. Dann noch die Dielen, je nach Wunsch, sichtbar oder unsichtbar verschrauben. Und schon steht einem Sommer auf der eigenen Holzterrasse nichts mehr im Weg. Für 10 Quadratmeter Terrassenfläche müssen Sie bei der Marke Eigenbau mit ungefähr 800 Euro Materialkosten für die Unterkonstruktion und das Montagematerial rechnen. Für das Holz je nach Holzart nochmal zwischen 400 und 1000 Euro. Das nur so zum Vergleich. In unserer neuen Rubrik Inside IKEA Family werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Möbelgiganten. IKEA, das steht nicht nur für lustige Aufbauanleitungen und ausgefallene Möbelnamen, sondern auch für ein großes soziales Engagement. In der Ulmer Kinderklinik hat IKEA jetzt ein Stück Zuhause in schwierigen Zeiten geschaffen. Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm. Helle Wände, ein großes Fenster und freundliche Farben. So sieht das Elternzimmer auf der neonatologischen Intensivstation der Kinderklinik Ulm jetzt aus. Von der Kinderklinik ins Kinderzimmer, so war der Einrichtungsgedanke. Dass wir den Eltern und natürlich auch den Geschwisterkindern hier ein kleines Stück Zuhause bieten können. Und von daher ist es eine große Herausforderung und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir das über die Jahre schon betreuen konnten. Das ist uns sehr wichtig. Lange hat der Förderverein für das Elternzimmer gekämpft. Vor 6 Jahren wurde es Wirklichkeit, dank der Unterstützer und IKEA Family in Ulm.
Auf der neonatologischen Intensivstation werden schwerkranke Kinder bis 18 Jahre behandelt, vor allem aber Frühgeborene wie die kleine Valentina. In der 24. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen, wiegt Valentina 450 Gramm. Wie lange sie auf der Station bleiben muss, weiß man noch nicht. Die Eltern von kranken oder zu frühgeborenen Kindern durchleben hier Höhen und Tiefen. Umso wichtiger, dass sie so viel Zeit wie möglich bei ihren Kindern verbringen können. In einer Kinderklinik gehören die Eltern dazu. Deshalb ist der Rückzugsraum auch so wichtig. Das Elternzimmer wird eigentlich, muss man sagen, für alles genutzt. Zum Kaffee trinken, sich ein bisschen erholen, die Geschwisterkinder spielen da drin. Aber auch Ärzte, Pflegepersonal führt mit Eltern Gespräche da drin. Aus diesem Grund muss das Elternzimmer auch regelmäßig erneuert werden. Was es vermitteln muss, da hat das Einrichtungsteam um Tom Trübestein genaue Vorstellungen. In der ersten Linie ist es eigentlich so, dass dies eine Art Oase sein soll, ein Zuhause sein soll. Das heißt, die Eltern sind hier in einer recht unwirklichen Gegend, haben also wirklich etwas Schweres hier zu leisten. Und wenn sie die Möglichkeit haben, hier ein bisschen Ruhe zu finden, ein bisschen abzuschalten, dann ist das wahnsinnig wichtig. Kaum vorstellbar, dass bis vor ein paar Jahren die Eltern noch auf dem Flur warten, reden, lachen und weinen mussten. Jetzt gibt es einen Raum, der in schweren Zeiten ein kleines Stück Zuhause bietet. Dann freuen wir uns schon auf weitere interessante Einblicke hinter die Kulissen des schwedischen Möbelgiganten. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns hier gleich weiter mit dem Thema Schimmel. Erstens, wie erkenne ich Schimmel? Zweitens, was kann ich dagegen überhaupt tun? Also, bleiben Sie dran. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Mehrmals am Tag kräftig Stoßlüften, nach dem Duschen und Kochen natürlich auch lüften und die Luftfeuchtigkeit nicht über 60% ansteigen lassen. Der Kampf gegen den Schimmel klingt so einfach, doch er ist es nicht. Laut unserem heutigen Experten Jürgen Schmid gibt es fast kein Haus mehr, das schimmelfrei ist. Bevor wir hier im Studio dieses Thema näher erörtern, hier noch ein paar Fakten zum Thema Schimmel. Viele kennen das Problem aus den eigenen vier Wänden, Schimmel. Obwohl man sich alle Mühe gibt, ihn zu verhindern, taucht er plötzlich in irgendeiner Ecke auf und niemand weiß so recht warum. In den vergangenen Jahren entdecken Experten immer mehr Gebäuden Anzeichen von Schimmelbildung. Es gibt Untersuchungen von verschiedenen Universitäten, die davon ausgehen, dass in der heutigen Zeit bis zu 80% unserer Wohnungen wirklich mit mehr oder weniger Schimmelpilzen belastet sind. Aufgrund meiner Erfahrung gehe ich sogar so weit, dass ich fast sagen kann, es gibt keine Wohnung mehr, die keinen Schimmel hat. Und wenn es eben der kleine Schimmelfleck in der Badvogel ist, mal übertrieben dargestellt. Aber es ist ein Problem, das dramatisch zunimmt. Grund dafür ist, dass in modernen Gebäuden häufig Fenster verbaut werden, die extrem dicht sind. Bei den Energiekosten ist das gut, da die Wohnung im Winter nicht etwa durch Zugluft auskühlt. Für den Schimmel ist die Atmosphäre im Gebäude dadurch aber ein gefundenes Fressen. Dabei kommt es vor allem auf das richtige Lüften an. Hierbei kann beispielsweise ein sogenanntes Thermohygrometer weiterhelfen. Wer keinen technischen Helfer besitzt, sollte sich an eine ganz simple Regel halten. Man muss, und das steht in der Norm so drin, das ist auch im Mietrecht so festgelegt, 3-mal am Tag wirklich Stoßlüftung konsequent ist wichtig, unbedingt notwendig. Und wenn man das einhält, dann muss eine Wohnung funktionieren. Sollte all das nicht funktionieren und der Schimmel trotzdem auftauchen, sollte sich ein Fachmann um die Beseitigung des Schimmels und der Ursache kümmern. Mieter sollten zuvor das Gespräch mit ihrem Vermieter suchen. Dabei ist es ratsam, statt Mietkürzungen und Rechtsstreitigkeiten einen gemeinsamen Weg zur Bekämpfung zu finden. Denn auf diesem Weg kann der Schimmel am schnellsten entfernt werden. Und jetzt ist er bei uns im Studio, Jürgen Schmid, Kreishandwerksmeister des Landkreises Göppingen. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Schmid, jetzt haben wir schon ein paar Worte zum Thema Schimmel gehört. Was sind die meisten Ursachen? Die einzige Ursache, wenn man sogar so sagen will, ist, dass Wasser mit im Spiel ist. Schimmel ist einer der ältesten Organismen auf diesem Planeten und er braucht für sein Wachstum, für seine Lebensstadien nur eines und das ist wirklich freies Wasser. Dieses Wasser kann entweder durch Undichtigkeiten, Leckagen oder sowas herkommen oder eben
durch Kondensation an kalten Oberflächen. Und den Rest, den er dann dazu braucht, im Prinzip sage ich mal, ein bisschen Nährstoff holt er sich aus dem Kleber der Tapete, aus dem Holz der Möbel, aus dem Staub der Luft im Extremfall. Das heißt aber, es ist immer Wasser im Spiel. Jetzt hat man oft in der Dusche die kleinen schwarzen Punkte und dann beginnen die Leute sofort mit Zahnbürste oder auch mit der Stahlbürste und kräftig Chemikalien. Hilft das wirklich? Also das Falscheste, was Sie tun können, ist tatsächlich mit irgendeiner Bürste, das heißt abrasiv an das Thema ranzugehen. Es gibt einen wirklich unheimlich wichtigen Grundsatz bei dem Thema der Schimmelsanierung und der heißt Vermeidung von Staub. Was machen Sie mit dieser Bürste? Sie schrubben das Zeug weg. Und das Einzige, was Sie damit tun, Sie bringen die Sporen in Ihre Luft, die dann im Extremfall Ihrer ganzen Wohnung oder eben Haus verteilt und überall dort, wo wieder Wasser im Spiel ist, lässt er sich wieder nieder. Also bitte solche Dinge nicht. Auch diese ganzen Mittel, die es gibt, die sind im Prinzip eine Kurzzeithilfe. Ja, gerne. Aber wirklich, und das muss man so wissen, Kurzzeithilfe, die eben im Moment vielleicht eine aktive Sporenbelastung beseitigen können. Woran erkenne ich überhaupt Schimmel? Sie haben im Vorgespräch gesagt, es gibt 3 Stadien, aber am Anfang sehe ich überhaupt nichts. Ja, Sie sehen den Schimmel nicht, haben aber eventuell schon ein richtiges Schimmelproblem. Schimmel hat im Kern 3 Wachstumsstadien. Das erste sind eben einfach die Sporen, die überall in der Raumluft innen und auch draußen vorhanden sind. Dann kommt wieder unser Wasser ins Spiel, da lässt er sich nieder. Der Schimmelpilz fängt dann auszukeimen, produziert neue Sporen. Das kann durchaus auch über 1, 2 oder 3 Jahre gehen. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet. Die zweite Wachstumsstufe ist ein sogenanntes Myzel. Das sind so ganz feine, moosartige Fäden. Da sehen Sie dann vielleicht die Endpunkte, so ganz kleine Punkte. Und dann im Prinzip, wenn man die schwarzen, gelben oder grünen Flecken sieht, dann ist das sind eigentlich schon die Stoffwechselprodukte vom Schimmel. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Und das fängt dann auch, oder wenn irgendwo so muffig-mortiger Geruch ist, dann muss man einfach mal wirklich genauer schauen, was ist da los. Den einen Schimmel sehe ich, den Schimmel hinter Möbeln, eventuell in Böden, in Decken versteckt, den sehe ich eben nicht. Was kann ich jetzt machen, wenn ich ihn entdeckt habe? Was hilft überhaupt? Das Einzige, was tatsächlich hilft, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ich muss gucken, wo ist die Ursache für das Problem und dann muss ich diese Ursache beseitigen. Und nur das ist das Einzige, was zielführend ist. Alles andere geht nicht. Man hört ja immer wieder, dass Schimmel auch gesundheitsschädlich ist. Und wir haben uns mal erkundigt, ob das auch wirklich stimmt. Schimmel an der Wand für die Gesundheit muss nicht notwendigerweise gesundheitsschädlich sein, sondern es ist ein Summationseffekt. Wenn jemand von Haus aus Allergiker ist, gegen Blütenpollen zum Beispiel, und dann wird er wahrscheinlich auch gegen eine Überlast an Schimmelpilz auch allergisch sein. Es gibt Gifte, die Schimmelpilze tatsächlich herstellen, Toxine, und auf die man wirklich wie ein Vergifteter reagiert. Es gibt Allergien und es gibt eine chronische Bronchitis, es gibt eine Nasennebenhöhlenentzündung, auch beidseits, und solche Dinge können die Nasenatmung dann behindern. Es gibt wirklich ernsthafte Gesundheitsstörungen, die dadurch entstehen können, dass eine kritische Schwelle plötzlich überschritten wird, weil Schimmel an der Wand ist. Herr Schmid, jetzt haben wir den Experten gehört. Schließen Sie sich der Meinung des Arztes an? Im Kern ja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich bin jetzt da nicht der absolute Fachmann dafür. Ich bin der Techniker, der eher dafür sorgt, dass es entweder gar keinen Schimmel gibt oder ist Schimmel vorhanden, der entsprechend fachgerecht beseitigt wird, die Ursache. Es gibt allerdings, ich mache sehr viele Vorträge mit Biologen, mit Umweltmedizinern, und es gibt sehr viele Studien tatsächlich, die gewisse Zusammenhänge zwischen Schimmelpilzsporen, erhöhtem Auftreten und zum Beispiel Atemwegserkrankungen für möglich halten. Es gibt keine und wirklich definitiv keine Studie, die klar sagt, im Prinzip ab dieser Konzentration hat der und der Mensch ein Problem. Und die Ärzte sagen in aller Regel eher, für einen normal gesunden Menschen ist das Problem eher eben nicht unbedingt gesundheitsgefährdend. Aber generelle Aussage, und da bin ich vollkommen auch bei dem Mediziner, Schimmel ist mit Sicherheit nicht gesundheitsfördernd und er hat in einer Wohnung überhaupt nichts verloren. Das Zeug muss raus. Jetzt haben Sie ein kleines Gerät mitgebracht, wo Sie selbst sagen, das hilft ganz wahnsinnig viel, damit die Wohnung sauber bleibt. Was haben wir jetzt hier? Die Wunderwaffe gegen Schimmel. Okay. Relativ einfach, das ist nichts anderes wie ein Thermohygrometer, und wir Menschen haben kein Sinnesorgan, wenn wir den tatsächlich lüften im Sinne von Feuchtigkeit nach außen
bringen müssen. Also nach dem Duschen oder? Duschen. Also brauche ich im Prinzip ein Gerät, das mir das sagt. Und ich bin ein Mensch, der gern ein bisschen pragmatisch ist, der auch gern in Bildern denkt. Das zeigt hier im Prinzip an, unten die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit. Und wenn ich Ihnen das jetzt erkläre, wo Sie darauf achten müssen, wird es etwas schwierig. Ich nehme die grüne Mitte sozusagen. So, und jetzt ist nichts anderes, und das ist der Vorteil von diesem Gerät. Ich habe hier einen Zeiger. Und wenn ich Ihnen jetzt einfach sage, Sie schauen, dass das Ding im grünen Bereich sich bewegt, dann ist die Welt in Ordnung. Und die Welt in Ordnung auch in der Form, Sie werden in Ihrer Wohnung nie einen Schimmel haben. Wenn das Ding sich nach rechts bewegt, in Richtung Rot, dann heißt es jetzt, es ist im Grunde genommen zu feucht. Dringender Handlungsbedarf, Fenster auf und Sie können sofort zugucken, wie es runtergeht. Geht für kleines Geld und Sie haben im Prinzip damit die größten Schimmelprobleme wirklich schon im Vorfeld erledigt. Er kommt gar nicht. Jetzt gibt es ja eine Faustformel, die sagt, dreimal am Tag lüften. Stimmt das wirklich? Und wenn ich jetzt berufstätig bin, kann ich ja gar nicht dreimal über den Tag verteilt lüften. Also wenn man es genau nimmt und richtig nimmt, ist sogar dreimal am Tag in unseren modernen, dichten Häusern eher zu wenig. Also dreimal Minimum. Es ist natürlich tatsächlich etwas schwierig, wenn man berufstätig ist, morgens aus dem Haus geht, da ist man oft auch noch in Eile und will eben weg und dann abends nach Hause kommt. Ich sage immer spaßig, Sie kommen doch sicherlich, wenn Sie nach Hause kommen, gehen Sie nicht sofort ins Bett. Meistens nicht, nein. Also da hat man ja im Grunde genommen Zeit, nochmal zu lüften und dann eben Zeit versetzt, später, bevor man ins Bett geht, nochmal. Im Übrigen, dieses Gerät zeigt es dann im Prinzip perfekt an. Und wenn man aber dreimal muss im Grunde genommen funktionieren und die Rechtsprechung sagt, oh, das ist zumutbar. Herr Schmid, haben Sie jetzt einen Tipp für die Mieter? Weil oft stelle ich fest, ich habe auf einmal Schimmel in der Wohnung. Wenn ich jetzt gleich mit Gericht drohe oder klage, dann sitze ich wahrscheinlich in 3 Jahren noch in der Wohnung und es hat sich nichts verändert. Wie verhalte ich mich am besten? Also das Tipp ist ganz einfach, Sie als Mieter müssen Ihrem Vermieter mitteilen, ich habe ein Schimmelproblem in der Wohnung. Und jetzt sind wir tatsächlich beim Thema, es ist einfacher, weil der Vermieter wird in aller Regel dann antworten, wenn Sie nicht heizen und lüften können, ist das nicht mein Problem, mein Haus ist in Ordnung. Die normale Ausrede. Die normale Ausrede, der Mieter behauptet genau das Gegenteil im Prinzip, ich mache alles richtig, die Bausubstanz hat ein Problem. Meistens liegt die Wahrheit in der Mitte. Und jetzt muss man gucken, was mir dabei ganz wichtig ist, Emotionen rausnehmen, Sachverstand einschalten, zeitnah, auch der Tipp wirklich an die Vermieter, zeitnah den Experten einschalten, die Ursache suchen, Ursache beseitigen. Dann haben wir alle das erreicht, was jeder will, nämlich den Schimmel aus der Wohnung draußen. Und das geht dann in aller Regel ohne Rechtsstreit. Wenn das Thema mal bei den Juristen ist, bei Gericht ist, dauert es Jahre. Der Schimmel ist in der Wohnung. Und es passiert trotzdem nichts. Also jetzt haben Sie im Vorgespräch noch gesagt, wir haben ganz viele Arten von Schimmel. Aber vor allem haben wir auch 2 oder 3 Arten in der Wohnung, im täglichen Leben, die wir auch noch kräftig gießen. Genau, wir haben in aller Regel schöne Blumen in unserer Wohnung und ich habe dort alles, was an Schimmel, die besten Bedingungen für Schimmel. Ich habe Wasser, Feuchtigkeit und ich habe im Prinzip den Nährstoff. Dort bildet sich dann in aller Regel so ein schöner weißer Flaum oft drauf. Der wird immer schön gegossen. Der wird immer schön gegossen und der gehört zu den 3 giftigsten Schimmelpilzen, die es überhaupt gibt. Die fallen, die Aussage der Biologen, unter das Kriegswaffengesetz, mal in Anführungszeichen. Also mit denen ist nicht zu spaßen. Komischerweise stört das niemand, das ist eben so und wird akzeptiert. War vielleicht auch schon immer so. Und über diesen kleinen Schimmelfleck oben an der Wand kann man dann wirklich jahrelang juristische Auseinandersetzung machen. Herr Schmid, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Bauen- und Wohnhaus. Sehr gerne, sehr gerne. Liebe Zuschauer, und bei uns geht es jetzt weiter mit der unsichtbaren Gefahr Elektrosmog. Vor 2 Wochen haben wir in der Sendung über das Ehepaar Schumann berichtet, das verzweifelt versucht, sich gegen den Elektrosmog zu schützen. Schwarze Wände, Vorhänge und so weiter. Ob es wirklich geklappt hat, das sehen Sie gleich nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Vor rund 14 Tagen haben wir über die Familie Schumann in der Nähe von Kressbronn berichtet. Ihr Haus steht in unmittelbarer Nähe zu einem Funkmasten. Seit Jahren klagen beide über gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen und auch Schlafstörungen. Nun sollen schwarze reflektierende Wände und spezielle Vorhänge vor der Strahlung schützen. Ob das wirklich hilft, Sven Jachmann mit den Einzelheiten. So sah es vor 7 Wochen bei den Schumanns aus. Ein Funkmast, der in ihr Haus abstrahlt. Der Baubiologe Joachim Kaiser misst eine Belastung von über 200 Mikrowatt. Ziel war es, die Belastung im Schlafzimmer auf unter 5 Mikrowatt zu drücken. Die Wände wurden deshalb mit einer Strahlungsabwehrfarbe behandelt. Inzwischen wirken die Zimmer wieder hell und freundlich und offenbar hat sich der Aufwand gelohnt.
Bei mir ist vor allem, dass ich durchschlafen kann. Das Einschlafen, das ging, aber das Durchschlafen ging nicht. Und das ist jetzt eigentlich ganz gut geworden. Ich hatte oft das Gefühl, ich müsste mich nach dem Frühstück gleich wieder ins Bett legen und so. Und das ist eigentlich jetzt, nachdem diese Abschirmung stattgefunden hat, weg. Für zusätzlichen Strahlenschutz sorgen spezielle Gardinen mit Kupfer- und Silberfäden. Also man sieht eigentlich die Metallfäden sieht man nicht und das ist ja gut so. Man sieht nicht, dass es eine andere Gardine ist. Also die Optik ist genauso wie ein anderer Store auch. Man kann das ganz deutlich feststellen, wenn man die Gardine aufmacht und Messung macht, dann kommt die Abschirmwirkung gar nicht zustande. Macht man die Gardine zu, dann sieht man plötzlich eine sehr deutliche Abschirmung. Wie effektiv die Abschirmung durch die Gardinen ist, kann der Baubiologe deutlich am Hochfrequenz-Analyzer ablesen. Man sieht hier ganz gut, dass das jetzt im Bereich ist, kleiner 5 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und wenn man das sieht, wie das vorher ist, wenn man die Gardine jetzt einfach mal aufmacht, dann sehen wir hier einen gewaltigen Sprung drin, was von dem Hochfrequenzsender ausgeht, der teilweise bis zu 200 Mikrowatt hier geht, durchs Fenster durch, durchs geschlossene Fenster. Und wenn man die Gardine jetzt wieder zumacht, dann sind wir wieder im Bereich, der um die 5 im Durchschnitt oder kleiner als 5 Mikrowatt pro Quadratmeter ist. Insgesamt ist die elektromagnetische und hochfrequente Belastung im Schlafzimmer gesunken. Ziel erreicht, notiert der Experte Joachim Kaiser in das Abschlussprotokoll. Durch die ganze Maßnahme der Abschirmung mit der Farbe an der Wand, von denen man jetzt gar nichts mehr sieht, durch die abschirmende, reflektierende Vorhänge haben wir das Messergebnis deutlich erreicht, dass wir am Schlafbereich als höchster Wert gerade sogar 3,2 Mikrowatt gemessen haben. Und die baubiologische Empfehlung lautet ja, unter 5 Mikrowatt zu kommen für einen gesunden Schlafplatz und da sind wir deutlich drunter. Wir hatten natürlich vorher auch, bevor wir die Abschirmung hier gemacht haben, immer darauf geachtet, dass wir die Schlafzimmer möglichst, sagen wir mal, gesundheitsgerecht ausstatten. Wir haben eine Freischaltung, Elektrofreischalter eingerichtet, dass der Stromkreis in der Nacht abgeschaltet wurde, wenn wir das Licht ausgemacht haben. Wir haben keine Telefone in den Schlafzimmern. Wir haben auch natürlich keinen Fernseher im Schlafzimmer aufgestellt und in dieser Form haben wir eigentlich schon versucht, uns möglichst von Störfeldern freizuhalten. Demnach ging es nicht nur darum, die Strahlung von außen abzuwehren. Ein Netzfreischalter senkt die Belastung durch elektromagnetische Wellen, die von den Leitungen im Haus ausgeht, auf null. Ein Netzfreischalter ist ein kleines Gerät, das die Größe hat von einer Sicherung, vielleicht ein bisschen größer von einem Sicherungsautomat. Und der prüft permanent den Stromkreis auf Verbrauch und wenn kein Verbrauch stattfindet, dann schaltet der automatisch den Stromkreis direkt am Sicherungskasten eben ab. Somit ging diese Runde im Kampf gegen die permanente Bestrahlung deutlich an die Schumanns. Der Baubiologe Joachim Kaiser hat seinen Auftrag ausgeführt und die Eheleute haben endlich ihre Ruhe. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Zum Abschluss der Sendung verschenken wir noch 5 Wunderwaffen gegen den Schimmel. Schreiben Sie uns einfach Ihre Schimmelgeschichte an bauenundwohnen@regio-tv.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche auch wieder einschalten. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und das sind die Themen kommende Woche. Bares Geld für Dachsanierung. Wer jetzt in neue Fenster und eine bessere Dachdämmung investiert, kassiert ordentlich Zuschüsse. Wenn man jetzt das ganze Haus komplett dämmt, also ein Effizienzhaus macht, dann bekommt man sogar nur mehr. Und Tag des deutschen Fertigbaus. Schlüsselfertiges Bauen liegt immer mehr im Trend. Aber was heißt eigentlich schlüsselfertig? Und wie viel Haus bekomme ich am Ende für mein Geld? Bauen und Wohnen am Montag, 2. Mai um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.